Willkommen, meine Freunde, zu einer neuen Folge von My Time at Porsche. Und heute gehen wir in den Hafen. Hä? Wir machen die Quest-Abenteuer auf der Sternlichtinsel. Ich bin schon mal zum Hafen vorgefahren. Und wir suchen jetzt. Wir suchen jetzt hier. Wer war das denn nochmal? Wo bist du denn hin? Oh, guck mal, da ist unser Raddampfer. Und hier ist Mali, genau. Bereit für die Reise zur Sternlichtinsel? Auf jeden Fall. Ich habe schon mal die Taschen gelernt und geleert. Und Essen und Sonstiges haben wir auch mit. Oh, guck mal. Das Schiffchen haben wir gebaut. Da kann nichts passieren. Nicht wie die Titanic. Ja, was wir bauen, funktioniert. Hoffentlich. Und ich muss sagen, ich bin wirklich begeistert. Seit dem letzten Update funktioniert so die Ladezeiten deutlich besser. Oh. Das ist aber schick. Ja, das sieht doch schon mal nett aus. So, das heißt, wir gehen jetzt da rein und hauen alles platt. Sieht nett aus, ja. Der Eingang der Ruine ist dort drüben, gehen wir hin. Ja, den finde ich gerade noch. Der ist ja quasi, sieht ein bisschen aus wie hier von dem Raumschiff von Star Wars, so hier diese Landeluken. Das heißt, wir können jetzt wahrscheinlich auch mal auf diese Insel reisen. Ey, Leute, aber der Schreibtisch ist full. Ja. Komm schon, gehen wir rein, bleib in meiner Nähe. Ach, das war ja, Mali war ja hier diejenige, die hier alles kaputt geschlagen hat, ne? Oh, aber auch wir sind nicht von schlechten Eltern. Zack. Die war doch irgendwie... Alter. Okay, ich überlasse den Rest einfach Mali. So. Wir hauen hier einfach mal drauf. Die Mali wird uns schon helfen. Na, das können wir auch sehr ganz gut alleine. Mann, die hat auch immer ein Ding raus hier. Oh, da sind noch welche. So. Oh, ein verbesserter Motor. Weiter geht's. Ich muss mal ein bisschen kurz leiser machen auf meinem Ohr. Oh, angenehm. Besser. So. Hier sind Fische. Müssen wir die auch platt machen? Nein, okay. Die machen scheinbar nichts. Wo ist der Mali jetzt hin? Ach hey, habe ich sie verloren? Nee. Okay, willst du mir irgendwas sagen? Nee, hier geht es ja nicht weiter. Hier geht es auch nicht weiter. Oder muss ich jetzt hier gegenhauen? Da ist doch irgendwas. Da kann man doch durch, oder nicht? Nee, kann man nicht. Okay. Dann gehen wir mal hier hoch. Ich dachte, hier kann man nur... Ach, nee, von da kamen wir, oder? Aber jetzt habe ich ja so super aufgepasst. Ach, hey, Mini. Also hier war man scheinbar nicht. Ach, da geht's hoch und... Ach, jetzt... Wo muss ich denn hin? Was? Ach so, wir erkunden einfach nur. Ja gut, dann hauen wir einfach mal hier auf... Hauen wir einfach mal auf alles drauf. Oh, guck mal hier. Hier können wir bestimmt was machen. Ein paar Kabel der Türschwung sind da durchgebrannt. Kannst du das reparieren? Na klar. Zack. Zack. Ja, platzier doch mal. Ich habe sogar Kupferdrähte bei. Oh, guck mal. Das war jetzt Glück, oder? Ich habe sie auch, glaube ich, gesammelt, ne? Weil ich hatte keine Kupferdrähte, glaube ich, so mit. Okay. Muss ich mir das jetzt angucken? Das ist interessant. Weißt du, was das ist? Nö, woher? Das sind Entwürfe für Prozessoren für unsere im Moment ziemlich nutzlos, da wir nicht planen, eines der Teile herzustellen. Das ist also eine Anlage für Entwürfe. Wir müssen vorsichtig sein, dass es könnte KI-Wachen geben. Okay, Erkundung fortsetzen. Kann ich jetzt irgendwas nehmen? Nö. Ah, hier. Einschalten. Ja, das war eine glorreiche Idee von mir. Achso, aber damit wir weiter können wahrscheinlich, ne? Welche Tür ist denn jetzt aufgegangen? Hier, oder? Nee. Oh, guck mal, da ist doch eine Kiste. Sehr schön. Sternlichtkorallen. So, wir sind hier hoch, bum, bum, bum. Dann gehen wir einfach mal nach oben. Ach, da oben ist auch der, ist auch aufgegangen. So. Gucken, alles noch da aus. Oh, 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 oh.
Den habe ich aber nicht kommen sehen hier. Die kleinen Dinosaurier, ich stehe hier ziemlich doof. Ja, mal sehen. Ich mache das einfach mal. Da geht's lang und hier geht's lang. Wir machen jetzt mal den jetzt hier platt. So. Wir sammeln die ganze Zeit Kupferdraht, das ist schon mal ganz gut. Oh, das ist auch noch was. Der Motor ist auch kaputt, kannst du ihn reparieren? Na klar. Mal gucken, was ich jetzt brauche. Ja, habe ich. Verbesserten Motor habe ich. Und wir machen aber kurz, einmal kurz hier vorne. Oh, oh. Respawn. Vom guten alten. So, aber hier gehen wir auch noch mal kurz lang. Weil vielleicht finden wir hier noch was. Alter, Alter. Mali, die greift ein bisschen spät an hier. Ja, der ist schon vorbei. Hier brauche ich nichts. Und hier ist jetzt aber rein gar nichts. Das hat sich ja voll gelohnt. Ah, doch, eine Kiste ist hier. Und was bekommen wir? Ah, okay. Dann hat sich es nicht wirklich gelohnt. So, rein, einschalten. Mali. Oh. Naja, geil, die wird schon kommen. Sag ich doch. Da ist eine Tür auf der anderen Seite. Warte. Ich soll warten. Ja, ich muss sie wahrscheinlich auch bekämpfen hier. Ich sehe überhaupt nicht. Alter Falter. Halt, stopp, die machen ja richtig Schaden. Okay. Ja, helfen muss ich schon. Aber ich muss halt auch ein bisschen weglaufen. Oder kann ich die Tür in der Zeit aufmachen? Wahrscheinlich nicht, ne? Ne. Okay. Weil die Warte gesagt hat. Okay, ich mache einfach von hinten drauf. Sollen die sich nicht zu mir umdrehen? Es passiert wahrscheinlich nichts. Okay. Aber jetzt sollte ich mal weg. Ich kann nicht weglaufen. Okay, er ist. Ich kann nicht weg. Er hat sich irgendwie an, als ob ich einen Ballon schlage, ne? Oh, Edelaluminium bekommen. Militärmotor. Wunderbar. Ah, geht auf. Wie bei Zelda. So, was haben wir denn hier? Oh, ein schwebender Joystick. Redest du auch mit mir? Das ist der Zugangscode. Der was? Für den Positionskommando, den wir gefunden haben. Im Zeitalter des Verderbens hatten die meisten Länder mächtige KIs, die All-Source-KIs genannt wurden. Sie kontrollierten alles von ihrer Infrastruktur bis hin zum Militär. Da sie sehr empfindlich waren, wurde der Standort dieser KIs immer geheim gehalten. Nur das notwendige Personal hatte Zugang zu ihnen. Zumindest steht das in den alten Büchern. Es gab schon immer Gerüchte, dass eine dieser KIs sich in dieser Gegend befindet. Aber ich habe das nie geglaubt. Das könnte eine momentane Entdeckung sein. Okay, komm, wir gehen zurück. Das ging aber schnell. Das heißt, das waren jetzt gerade da die Endbosse, die beiden. Oder was? Naja, okay. Ich bringe das zum Forschungszentrum. Schätze, wir werden eine Versammlung abhalten müssen, um zu entscheiden, was als nächstes zu tun ist. Danke für deine Hilfe heute. Ich melde mich bei dir. Jo, hau rein. Gut. Wir sind jetzt auf jeden Fall hier. Jetzt wollte ich mal gerade gucken. Heißt das, ich kann jetzt auch mit diesem Schiff immer dahin fahren? Aber jetzt sehe ich, dass das Schiff irgendwie hier nachsehen. Ah, okay. Das heißt, es ist noch nicht erreichbar. Aber wenn es erreichbar ist, können wir dann hier drüber dahin fahren. Sehr schön. Was ist das? Was kann ich denn hier? Hafen? Hier kann ich Militärmotor kaufen. Hula-Hoop-Reifen, sehr schön für Pferdespringen. Ein Leoparden-Haarklemme. Okay. Ein KI-Chipset. Zahnpasta? Ne, Senf. Eine Kamera. Ach hier, Zitrone. Das war ja das, was wir letztes Mal gebraucht hatten. Also, schon länger her. Kristallaquarium. Staubsauger.
entfernt Kacheln und Maschinen vor sich und lagert sie in deinem Inventar. Das ist ja witzig. Ja, kaufe ich mal. Ja, gucken, ausprobieren. Und hier ist... Okay. Ah, warte, da war noch was, was da wollte ich gerade mal gucken. Was war hier oben? Ach, ein Montage... Ach ja, das sind da die Verbesserungen, die ich machen kann, ne? Montage. Baue das Produkt an der Montage zu, sobald du den Bauplan hast. Okay, 30 Datendisks habe ich aber nicht. Ich habe nur 25. Da wollte ich eh jetzt mal hin, wegen der Verbesserung. Mein Forschungszentrum gucken, was man da kaufen kann für. Weil, hatten ja ein, zwei auch geschrieben, dass man das verbessern soll. Mein Dingensbummens. Na. Ja, wisst ihr, was ich meine? Wie heißt das denn jetzt nochmal? Die Fabrik. So, jetzt habe ich's. Das machen wir jetzt auch mal. Aber jetzt werden wir gucken mal. Und das sollen wir ja bei der Petra kaufen können. So. Schnubbel die Klatz. Gucken wir. Der wird wahrscheinlich auch hier sein. Ach hey, ja, okay. Das sind einige Verbesserungen. Lautsprecher. Baue das Produkt an der Montagestation. Lautsprecher? Was ist denn mit Lautsprechern? Ghetto Blaster. Ach so, das kann ich dann an der Montagestation direkt bauen. Verstehe. Ja, aber was... Pff. Was soll mir das denn bringen? Ich meine, gut, dann kann ich das nicht, brauche ich nicht mehr draußen bauen, sondern kann ihm direkt den Befehl geben. Aber ich musste, ich kaufe jetzt nicht hier die ganzen Lautsprecher und alles dafür, so tausende von Discs, Wassermotor und so. Das brauche ich doch nicht so oft, das zu bauen. Was gibt's denn hier noch? Wettervorhersagefunktion. Produkte einsammeln Funktion. Ja gut, das ist nicht so uncool. Auftanken-Funktion. Ja, auftanken ist auch nicht schlecht, aber 30. Okay. Korallenbaum, Trainingspuppe, Waffenständer. Naja, aber ich kaufe doch jetzt nicht hier die einzelnen Dinger. Das ist ja super teuer. Was soll mir das denn bringen? Könnt ihr mal reinschreiben, ob ich das jetzt irgendwie falsch sehe. Aber irgendwie sehe ich jetzt nicht diesen Mehrwert. Also ich meine, wie oft brauche ich denn einen Ghetto-Blaster bauen? Gibt es da nicht irgendwas anderes, wo ich das generell so aufwerten kann? Oder muss jedes einzelne, was ich bauen könnte, das dann dafür kaufen und anbauen? Naja gut, lass uns jetzt erstmal ins Rathaus gehen. Ach, versuche die Gegenstände zu finden. Ach, heute kann man, glaube ich, gar nicht im Rathaus. Ach so, dann sind wir ja hier, dann können wir ja direkt mal mitmachen. Fängt das heute an? Oder was? Was jetzt bis Ende, oder? Ja, anscheinbar geht es gleich los. Achso, da könnten wir hier so Jacken kaufen und sowas. Kung Fu Sam. Oh, ist auch schick. Wir gucken mal. Ich meine, wir können jetzt eh nicht reingehen und irgendwas suchen. Warum guckt ihr denn alle auf den Boden? Was ist los mit euch? Köpfe hoch! Zackig, zackig! Hier, Phyllis, was denn? Was machen die Achso, ich mach das auch. Oh. Was war denn jetzt? Eine Stunde bis versuche, die Gegenstände zu finden. Ist wer gestorben? Was ist denn los hier? Ja, aber Isaac ist mutig. Ich frag mal. Ja, okay, er redet. Ja, okay. Isaac geht sogar rein. Hm. Naja, was soll's. So. Eine Stunde noch, also es geht jetzt in 10 Minuten los.
Das heißt, wir werden uns schon mal hier platzieren. Da musst du ja einfach irgendwelche Sachen suchen, ne? So, Tag der Erinnerung. Was muss ich denn da nochmal suchen? Irgendwas muss ich da nochmal suchen. Waren das nicht diese Geister? Aber ich finde ja gar keins. Das hat letztes Mal auch schon so angefangen, ne? Ach ja, die stimmt, die dürfen mich ja nicht erwischen hier. Diese Dinger. Jetzt kann ich mich wieder daran erinnern. So. Ah, ich sehe die auf der Karte, ich Trottel. So. Wo sind die denn erschienen? Nein. Aha, ah, da. Okay. Wo noch? Kann ich nicht hoch? Da, ah, da. Zack. Okay. Hä? Dann, den finde ich nicht. Dann gehen wir mal weiter. Ah, Mist. Oh, die Küste wenigstens gefunden. Ach, wo sind wir jetzt hier gelandet? Oh mein Gott. Hier. Da. Sehr schön. Da hinten sind ganz viele. Ja, bleibt hier schon alles stehen. Wo komme ich denn da hin? Da. Adit, lauf nicht. Nein, Adit, den hab ich. Haha. Da hinten leuchtet's auch noch. Und da auch. Oder? Da auch. Ja, diesmal bin ich aber hier. Da kommen andere, kommen da hinten. Da oben. Okay. Laufen wir hier lang. Ausdauer. Oh. Oh. Halt, stopp. So, warte. Ach, komm schon. Da habe ich ihn. Acht. Jetzt muss ich wieder hoch. Ja, genau, die klauen mir die. Da ist einer, ich sehe einen. Nein, 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 nein. Ja, warum schießen sie mich denn ab? Ach ja, mit diesem blöden, mit dieser Konfettikanone. Ja, die hätte ich mir auch holen sollen, ich Idiot. Jetzt weiß ich wieder. Nein, nein. Jetzt habe ich wieder so viele verloren. Ich bin schon wieder Dritter. Das war letztes Mal genauso, oder? Jedes Jahr. Fängt so gut an? Nee, jetzt krieg ich keinen mehr. Ach, ja, gut. Nicht schlimm. Wow, was ist das denn hier? Das ist aber... So, jetzt gehen wir noch Laternen anzünden.
Mal, wie viel wir geworden sind. Das war letztes Mal viel weniger, oder? Ist das, naja, gut. Wir gehen jetzt mal noch eine Laterne anzünden. Und dann gucken wir mal, was der neue Tag bringt. Das ist dann Sonntag. Dann haben wir ja auch keine Möglichkeit, einen Auftrag zu bekommen. Außer wir kriegen irgendwo noch so eine Quest. Da müssen wir mal schauen. Weil ich würde mal sagen, wir haben ja jetzt alles abgeschlossen. Also ich habe noch 3 Skillpunkte. Tjo, tjo. Also ich glaube, so ein soziales Netzwerk, klar, kann man machen. Was habe ich denn hier noch? Hier die Ausdauer erhöhen, das ist schon ganz gut. Ja. Ausdauer erhöhen ist gut. So. Kann ich mich hier nehmen oder wie ist das denn? Jetzt hier Party beginnt. Sammeln. Wunderbar. Und Zakikowski. Oh, guck mal, wir gehen. Beziehung. Ich kann mich nicht bewegen. Ich will noch so ein Ding. Lass mich. Meine Spitzhacke ist noch nicht hoffentlich weg. Okay. Ah, da. Jetzt kann ich noch eine sammeln. Sammeln. Ach, bereits gesammelt. Habe ich schon. Wo ist denn Emily? Dann kann ich noch was schenken. Dann kriegen wir noch doppelt Punkte. Wo ist die denn jetzt schon wieder? Wo ist denn Emily? Ah, da. Emily. Olle Haudegen. So, dann kriegst du nochmal hier einen Kuchen. Ja, plus 21. Super, ne? Und wie stehen wir jetzt da? Zu ihr. Es fehlt nicht mehr viel. Dann ist volle Punktzahl. Sehr schön. Dann können wir ja auch sie heiraten wahrscheinlich in der 100. Folge. Ich weiß ja nicht, wie viel der Folge ist denn das jetzt? Hier sind einige, ja. Aber ich habe schon gesammelt. Gut, dann lass uns pennen gehen. Vielleicht kriegen wir jetzt dann noch was am morgigen Tag nochmal für eine Quest. Ansonsten, ja, gucken wir mal, was wir sonst noch machen können. So, wir gehen erstmal pennen. So, da sind wir schon wieder. Wir haben Post bekommen. Das ist doch schön. Vom Rathaus. Ich bin stolz darauf, dich zu der Eröffnungszeremonie für das Gasthaus an den heißen Köln in Porsche morgen einzuladen. Komm bitte vorbei und sieh dir die neueste Attraktion unserer Stadt an. Morgen halt. Und von Mali. Morgen, das hier irgendwie. Ja, was wir hier tun werden. Wir müssen mindestens einen Handwerker mit einbeziehen. Ja, und wenn ihr einen Handwerker mit einbeziehen müsst, dann ja wohl mich. Marco, ich habe eine Menge Arbeit geleistet. Schau sie dir an. Ach, er hat jetzt gedüngt und so, ne? Warte mal. Ich wollte dir noch diese ganzen Chips eintrichtern. Ich habe die nämlich jetzt mal hier alle schön geordnet. Weg jetzt hier. Und so. Da habe ich sie doch. Egal, jetzt habe ich ja doppelt. So, komm mal her. Du Pief. Ich werde dich jetzt mal hier ausstatten. Verbessern. So. Automatisch kochen. Aktivieren. Achso, ist schon aktiviert. Was habe ich denn hier noch? Aktivieren. Ach, ich habe schon die Sachen. Ach so, die habe ich schon alle. Oder? Landwirtschaftsproduktionsdatenschip. Was habe ich denn für Chips? Ich dachte, ich habe die. Habe ich den schon? Ich habe die schon verbessert, ne? Kochrezepte Nummer 4. Landpflegedatenschip. Okay. Ja, dann hat er die ja schon, ne? Dann kann ich die Sachen ja gar nicht aktivieren. Ich hatte gedacht, er hat die Sachen nicht. Naja, gut. Brauche ich sie halt nicht mehr. So, und was tue ich mir hier die Hand in die Kiste rein oder irgendwas? Nee. Er hat eine Menge Arbeit erledigt, das freut mich ja. So, nichtsdestotrotz, also ich kann jetzt hier nochmal gerade Material aussortieren und dann da reinbringen. Ja, das ist doof, dass man das hier irgendwie nicht. Nein, da wollte ich aber nicht. Automatisch. Also, das ist nicht einfach jetzt hier linke Maustaste und dann. Linke Maustaste. Wisst ihr, was ich meine? Dass er das dann auch dahin sortiert. Warum geht das denn nicht? Da ist mal einer. Was, oh, jetzt habe ich. Ist egal. Was ist das für ein Schrott? Muss doch gehen. So. Geht aber nicht. Aber.
Was habe ich denn hier? Eine Hose sieht aus wie. Okay. Was soll's? Lass uns in die Stadt gehen und gucken, ob wir irgendwas machen können. Und wenn nicht, dann ist es halt so. Weil es sieht so aus, als ob nämlich gar nichts ist. Ist denn heute vielleicht noch so hier die Dinger suchen? Suchen. Gab's doch immer auch hier Fehler suchen. Aber was war nur Samstags? Nein, ja gut, dann machen wir das doch noch zum Schluss. Oh, das sieht schon, oh, das ist schon wieder, das ist schon wieder kritisch hier. Nein, dann lass mal gucken. Ja, ganz klar hier, das ist schwarz. So. Und hier natürlich. Und. Hier auch noch. Ja, das war ja easy peasy. Das habe ich jetzt hier viel schwieriger vorgestellt. Ja, hier sieht man. Dann. Oh, das ist doch immer. Okay. Und hier sieht auch komisch aus. Meine Güte. Heute habe ich aber. Ja, okay. Das sieht man. Das sieht man auch. Und das sieht man. Sehr schön. Das läuft ja. Das sollte einfach sein, ne? Hätte ich jetzt gerade gesagt, aber ja, hier ist noch nichts. Ach, okay. Ich habe das jetzt einfach so eine Kiste, so eine. Hier oben. Und hier unten. Na. Ja, guck mal, da haben wir alles abgerissen. Dann gucken wir mal, wie unser Workshop-Ranking ist. 5300, das heißt, wir sind 1300 vor dem Higgins. Das ist doch ganz ordentlich. Achso, ich wollte mal eine Sache gucken. Also mit diesem Verbessern von der Fabrik müsste mir nochmal sagen. Also entweder verchecke ich das, aber ich müsste ja von jedem, was ich hier produzieren kann, das kaufen mit den Daten-CDs, dann da hinzufügen. Und dann könnte ich es automatisch produzieren lassen. Aber das macht doch gar keinen Sinn. Oder gibt es da noch andere Verbesserungen, die ich jetzt nicht gesehen habe? Weil ich habe ja hier drin, ach, dass man nicht durchlaufen kann, hier drin ja auch gesehen, dass man verbessern kann. Und zwar hier, da war ja hier so irgendeine Tafel. Warte, wo war das denn? Hier. So. Da steht, optimiere die mechanische Leistungsfähigkeit, optimiere die mechanische Leistungsfähigkeit und erhöhe die Produktionsrate. Level 1 Geschwindigkeit, Forschungsnotizen. Wo kriege ich diese Forschungsnotizen? Sind das die? Das sind doch, oder sind das die, die ich vorhin gesehen habe? Eine andere gab es doch dann nicht, ne? Weil das war ein Buch und da hinten waren nur so Blätter. Na komm, ein paar Minuten haben wir noch Zeit. Ich fahr nochmal ganz dahin. Sind das die Forschungsnotizen wirklich? Weil das wäre ja mal interessant zu wissen. Weil da brauchen wir ja x-tausende von den Datendisks dann. Und dann, wie gesagt, nochmal, da habe ich gestern Ghettoblaster und so, klar kann ich das bauen, aber wofür? Oder gibt es das noch irgendwo anders? Aber ich denke, Forschungszentrum ist schon die richtige Anlaufstelle, ne? Hier. So. Ach, da oben. Ach! Notizen der Ermittlung angefertigt im Forschungszentrum können dabei helfen, die Produktionsergebnisse zu steigern. Okay, dann lass uns doch einfach mal zwei kaufen. Jetzt habe ich es gesehen. Ah, okay. So, und dann verbessern wir mal damit unsere Fabrik. Ich habe mich letztens auch, das war nämlich, ich habe noch in Erinnerung, dass es irgendwie aussah wie ein Buch, deswegen haben mich diese Seiten so ein bisschen irritiert jetzt gerade, muss ich gestehen. Lass uns geschwind noch zurücklaufen. Ja, yeah, was ist Scraps? Wäre schönes Wetter in Porsche, ja, muss man sagen. Gefällt mir.
Mehr so Frühlings-Sommermensch. Ich hasse den Winter, aber ich hasse ihn nicht, aber brauchen nicht. Dann fahren die Leute immer so komisch Auto und so. Hier ist noch ein Stau. Dann gehen alle mit 10 Stundenkilometer über die Autobahn jöckeln. So, jetzt gucke ich mal. Jetzt habe ich das verstanden mit den Forschungsnotizen. Obwohl, die kostet ja auch 10. Ich meine, das ist auch nicht ganz so günstig immer. Und so, verbessern. Ja. Oh, guck mal. Achso, da kann ich Transfer. Achso, ich kann die mechanische Leistungsfähigkeit und der Transfergeräte. Ah, okay. Ja, die Frage ist jetzt. Ja, komm, wir machen jetzt mal erstmal so. Jetzt haben wir hier Level 3% Geschwindigkeit. Ah, verstehe, okay. Gut. Hier war die Fernstellung. Ich muss die automatische, genau, so war das ja noch. Wunderbar, meine Freunde. Dann war es das für die Folge. Ich bin raus. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, bis dann.